Servus liebe Leute, wir melden uns aus dem Abseits, konnten die letzten Wochen kein Video machen. Ihr wisst ja alle Tattoo-Studios mussten schließen bzw. haben geschlossen. In ein paar Bundesländern ist es mittlerweile soweit, dass sie bestmöglich oder wahrscheinlich nächste Woche wieder öffnen dürfen. Und wir hoffen, dass das hier in Niedersachsen jetzt auch bald der Fall ist. Und deswegen haben wir beide uns überlegt, wir präparieren den Laden schon mal und wollten euch heute auch mal ein bisschen zeigen, wie es in Zukunft hier abgehen wird und wie es auch aussehen wird, weil es hat sich einiges geändert. Punkt 1, wenn der Kunde den Laden betritt, aufgrund der ganzen Auflagen, die sowieso schon herrschen, haben wir hier ein Desinfektionsmittel, wo wir jeden Kunden darauf hinweisen, dass er sich bitte die Hände zu desinfizieren hat. Gegebenenfalls können wir ihn auch nochmal in die Waschgelegenheiten bitten, um sich dort, wie es schon in den Medien auch veröffentlicht wurde, sich dort vernünftig die Hände zu waschen, diese 30 Sekunden am besten. Punkt 2, aufgrund der aktuellen Gesetzeslage haben wir den Wartebereich abgesperrt, damit sich auch keiner hinsetzen kann bzw. warten kann, denn das hat sich jetzt auch bei uns geändert. Wir nehmen im Moment keine Laufkundschaft mehr an, also bedeutet, wenn ein Kunde einen Termin hat, dann arbeiten wir auch nur den ab. Das bedeutet, die Kunden treten einzeln ein und wir gehen dann direkt zum Arbeitsplatz. Das wird also hier hinfällig sein und deswegen haben wir das auch abgesperrt, damit hier keiner sitzt und sich anderweitig im Laden aufhält. So, zu Punkt 3 haben wir natürlich auch Vorkehrungen getroffen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus den ganzen Einkaufsmärkten oder den ganzen Einzelhandelsgeschichten, wo ihr einkaufen geht. Haben wir natürlich auch dafür Sorge geleistet, dass wir da auf dem aktuellen Stand sind. Und somit natürlich auch zur Beratung, also die Annahme haben wir schon mal safe und natürlich auch zur Beratung, falls ihr was am PC erstellen wollt. Aber das wollen wir meistens schon im Vorfeld machen, damit gar nicht so viel Distanz oder zu nahe Distanz in Frage kommt. Ja, Punkt 4 ist, dass wir auch den Eingangsbereich zu den Arbeitsplätzen einfach durch eine Trennwand abgesperrt haben bzw. enger gemacht haben, damit auch wirklich das Zeichen da ist und gegeben ist, dass nur eine Person reingeht. Helge ist dann ab und zu auch Türsteher oder, komme ich da rein? Du kommst hier nicht rein, du musst der Kunde sein. Okay. Aber zumindest kann man dann einzeln hier eintreten und es ist nicht so, dass es vielleicht einlädt, dass hier mehrere Leute rein können. Boom, 5, boom, boom. Ja, zu den Spritzschutzwänden, die wir natürlich jetzt auch schon aufgestellt haben, wie ihr hier seht, sind wir natürlich über dem Mindestabstand hinaus und dachten uns, dass es besser ist, dass wir das komplett teilen. Das ist eine antibakterielle Folie, die hat Dennis aus dem Internet rausgesucht. Die ist abwaschbar und zum Desinfizieren. Und ich denke, da sind wir ganz weit vorne, was die Gesetzeslage betrifft. Ich hoffe, dass wir auch bald demnächst, wenn der Schuss kommt, wieder starten dürfen. Zu Punkt 6, ganz wichtig, wir haben unsere eigenen Masken. Wir haben natürlich ein paar Masken besorgt. Wichtig ist, ich setze eine auf als Tätowierer. Damit laufe ich hier sowieso den ganzen Tag rum, das ist nichts Neues für uns. Aber der Kunde bringt bitte seine eigene Maske mit. Denn wir haben natürlich nicht die Möglichkeiten, jedem Kunden dann irgendwie eine Maske zu geben. Wir können eventuell welche besorgen, aber auch wir haben die bezahlt. Wir können euch die dann nur verkaufen, aber das wirklich nur im äußersten Notfall. Jeder hat einen Gesichtsschutz, einen Schal, einen Mundschutz bzw. Gesichtsmaske. Bringt sie zum Termin mit, weil ohne Maske kein Tattoo. Apropos Termin, ganz wichtig, wir haben hier so ein paar neue Rules. Das bedeutet, vorerst arbeiten wir nur unsere Termine ab. Mit anderen Worten bedeutet das, wir schließen quasi den Laden ab, wenn der Kunde eintritt, abgeschlossen. Wir arbeiten nicht mehr mit Laufkundschaft. Der Samstag, der Walk-in-Samstag wird erstmal auch nicht mehr stattfinden. Das bedeutet, wir haben ja sowieso unsere Termine im Vorlauf, die werden wir hier abarbeiten. Alles weitere, Fragen, Terminvereinbarungen oder alles, was sich um Tattoo handelt, per E-Mail, Telefon, da sind wir immer während den Öffnungszeiten erreichbar. Also Leute, auch wenn hier immer viel Spaß und Humor herrscht, müssen wir das Thema ernst nehmen und ich wollte noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also wichtig ist, kommt alleine zu eurem Termin, wenn ihr den Laden betritt, bitte direkt Hände desinfizieren, bringt euren Gesichtsschutz, Mundschutz oder wie auch immer mit. Was fällt uns noch ein? Ganz wichtig ist, neue Termine, Terminanfragen oder sonstiges, bitte nur per E-Mail. Wir nehmen keine Laufkundschaft mehr an. Also erstmal, vorübergehend. Denn du hast erzählt, das ist ja sowieso, hast du ja eben nochmal gesagt. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ist es natürlich so, dass alle die Sachen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, auch eigentlich aus unserem auf unserem Mist gewachsen sind sozusagen. Wir haben jetzt noch gar keine offizielle Order bekommen, wie wir den Laden schützen sollen.
Aber wir haben schon mal unsere Vorabvorkehrungen getroffen, um euch auf dem Laufenden zu halten, dass, wenn der Startschuss fällt, wir hoffentlich safe sind. Jeder kann krank werden, jeder kann auch erkältet sein. Wenn ihr irgendwelche Anzeichen habt, dass ihr krank seid, wir können das nicht wissen, ihr wisst es auch nicht. Man kann nicht genau sagen, hat er Corona, hat er nicht. Also wenn jemand generell Erkältungserscheinungen hat, dann tut uns allen den Gefallen, euch und uns. Bleibt zu Hause, ihr kriegt sofort einen neuen Termin, denn Gesundheit geht vor. Ja, wir können leider nicht unterscheiden zwischen Corona, Heuschnupfen oder einer normalen Erkältung. Wir sind leider keine Ärzte, deswegen bitten wir euch, habt Verständnis dafür. Wir möchten alles und jeden schützen, so wie es das Gesetz möchte. Und mehr können wir leider nicht tun. Also bitte seid so fair und leistet dem Folge, was Danny gerade gesagt hat. Und wir hoffen, dass in der nächsten Zeit auch in Niedersachsen, ich habe heute gelesen, es lockert sich jetzt auch für die Gastronomen. Friseure haben langsam angefangen. Wir hoffen, dass es hier auch abgeht, denn Hessen oder Sachsen haben auch schon den ersten Schritt gemacht. Da dürfen Tätowierer mit diesen Maßnahmen auch wieder arbeiten. Mecklenburg-Vorpommern ist schon im Rennen. Und ich bin guter Dinge, dass das eventuell in ein, zwei Wochen hier auch langsam losgeht. Deswegen haben wir frühzeitig auch die Vorkehrungen getroffen und eigentlich alles richtig gemacht. Und wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was Hygiene angeht. Das wisst ihr selber. Ihr kennt uns alle schon lang genug. Und deswegen werden wir das auch zusammen alles durchstehen. Es ist an jedem Arbeitsplatz mehr als genug Desinfektionsmittel vorhanden. Herr Merko. Ja. Und deswegen, ich denke, wir sind ganz, ganz weit vorne mit unseren Auflagen, die wir uns selber hier auferschafft haben. Und ich hoffe auch, dass wir da Vorreiter sind und das auch demnächst bald in die Praxis umsetzen können. Und dürfen. Ja, und noch ganz wichtig ist, alles, was im Moment läuft, diese ganzen neuen Rules, die sind halt alle vorübergehend. Bis dieser Spuk ein Ende hat, danach geht alles wieder in die alten Wege und ihr könnt hier chillen. Wir haben eine 400 Quadratmeter große Terrasse. Die wollten wir diesen Sommer eigentlich an den Start bringen mit Getränken und so weiter, aber das wird sich dann auch noch ziehen. Aber hoffentlich Sommer 2021 sitzen wir hier alle draußen und trinken dann unser Bierchen. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Wir haben so viele liebe Mails bekommen. Viele Leute wollten uns unterstützen. Viele Leute haben auf ihren Termin verzichtet, haben gesagt, steckt euch die Anzahlung ein, ich will euch irgendwie unterstützen. Also vielen herzlichen Dank. Wir haben es ja schon öfter geschrieben. Mehr kann man auch nicht sagen. Ich denke, dass wir die Zeit jetzt endlich überstanden haben, dass wir wieder anfangen zu arbeiten. Und zu 99% haben wirklich alle Verständnis gehabt, weil wir haben uns das wirklich nicht ausgesucht. Und wir werden alles dafür geben, die abgesagten Termine so schnell wie möglich nachzuholen. Da arbeiten wir ja auch täglich dran. Und danke, danke, danke. Und ja. Ja, nochmal spezieller Gruß an alle unsere lieben Kunden, die uns immer jahrelang treu geblieben sind und uns unterstützen. Und auch mit diesen herzlichen E-Mails, was Danny schon erwähnt hatte. Also danke, danke, danke. Ihr seid die Besten und wir freuen uns, bald wieder für euch da zu sein.